Ja, huhu, hier wieder beim Quali und diesmal nicht zu einer neuen Rollenspielrunde, sondern einem kleinen Sammelstream. Und ich wollte auch Musik anmachen im Hintergrund. Sagt Bescheid gleich, wenn ihr schlechten Ton habt oder wenn die Musik zu laut ist oder so. Aber ich denke, weil ich hier alleine bin, brauche ich ein bisschen Gedudel im Hintergrund, sonst werde ich hier kirre, weil ich mit mir selber spreche. So. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns hier heute versammelt, nee, um den Launch von meiner Koala-Webseite, die mir meine Patreons ermöglicht haben, zu feiern. Und wenn ihr da oben hinguckt, Moment, da oben in der Ecke, da steht auch schon die Adresse. Und da könnt ihr mal eingeben in eurem Browser oder hier einfach auf den Link klicken und dann sollte euch das zu der richtigen Homepage führen und wir schauen uns die jetzt mal gemeinsam an und ja, ihr könnt ein bisschen was dazu sagen oder könnt euch was wünschen, was ihr denn noch so gerne hättet oder so oder Fragen stellen oder so. Ich habe mir da mit dem Schattenkrieger zusammen irgendwie was zurechtgebastelt. Hoffe, dass es irgendwie, also so in all unserer Stümperhaftigkeit oder besonders der Stümperhaftigkeit des Koalas geschuldet. Naja, es gibt schönere Homepages, aber ich hoffe, sie reicht aus für meine Zwecke. So, dann schiebe ich mal das OBS nach hier drüben. Und zeig euch mal die Homepage. So sieht sie aus. Wenn ihr auf die Startseite kommt, findet ihr hier die Koala-Homepage Startseite. Ich finde das schöne Grün im Hintergrund sehr eukalyptusmäßig. Ein schwarzes Theme gefällt mir noch nicht hundertprozentig so, aber es ist besser, habe ich es nicht hingekriegt. Könnt ihr mal irgendwie von euch geben, wie ihr das findet. Ja, wie man das von Homepages kennt, hier oben einfach irgendwie ein paar schnelle Reiter, da gucken wir gleich noch ein bisschen rein. Ihr findet hier immer neueste Beiträge, hier mal kurz los geht's, Post und ich habe schon seit einem Monat oder so hier Beiträge verfasst, das heißt, so wird das dann halt auch aussehen demnächst. Wenn ihr hier runterklickt, irgendwie immer die neuesten Ankündigungen für Streams oder für extra Content, der kommt. Das heißt, wenn es irgendwas von mir zu sagen gibt oder für euch zu wissen gibt, dann könnt ihr das hier finden. Und ja, könnt ihr hier schön alles sehen auf einen Blick. Koala Discord gibt es natürlich auch. Viele von euch kennen den ja schon. Und ja, sind auch schon da angemeldet. Falls ihr das noch nicht wisst, wo der Koala Discord ist, hier einmal kurz den Link eingeblendet. Da könnt ihr mal draufklicken. Da kommt ihr dann zuerst auf so eine Startplattform, auf den Willkommensast. Da könnt ihr kurz sagen: Hey, ich bin der und der. Ich bin hier, weil der Koali hat Werbung gemacht für seinen Discord in seinem Stream. Schalt mich doch mal frei. Und dann könnt ihr qualifiziert werden. Und dann könnt ihr da ja auch Stream-Ankündigungen und sowas alles einsehen und ein bisschen Smalltalk machen mit allen möglichen anderen Leuten. Ja, und wenn ihr Patreon seid, habt ihr sogar einen Secret-Patreon-Bereich. Aha. So, ja, hier auf Twitch, eigentlich das hier funktioniert noch nicht so richtig, wie ich das gerne haben wollen würde, hier diese Abteilung hier, der Koali auf Twitch. Normalerweise sollte hier jetzt auch irgendwie unser Stream jetzt laufen, aber irgendwie funktioniert das nicht so vernünftig. Am Anfang hat das mal geklappt, aber ich weiß auch nicht, warum es jetzt nicht klappt. Aber wenn man draufklickt, kommt man auf meinen Twitch-Kanal. Und ja, Patreon-Unterstützung. Ohne die wäre diese Seite überhaupt nicht möglich gewesen, denn ich habe einiges bezahlen müssen für die URL und für die Themes und so. Ganz läuft mit WordPress. Was ganz cool ist, ist der Streamplaner, glaube ich, für euch am interessantesten. Dann kriegt ihr immer mit, wann die aktuellen Streams sind. Hier auf der Seite auf 5 beschränkt.
also die nächsten 5 Streams von mir aus, nicht nur die, die auf meinem Kanal laufen, sondern auch die, die auf anderen Kanälen, also wo ich auf anderen Kanälen zu sehen bin, vielleicht auch da ganz interessant, weil man das vielleicht manchmal verpasst oder so, könnt ihr da reingucken. Und wenn ihr hier auf alle Veranstaltungen klickt, kommt ihr sogar auf einen schönen, in Anführungsstrichen schönen Kalender, wo dann hier auch immer direkt drin ist, wenn ihr Events habt. Den kann man auch noch ein bisschen die Ansicht wechseln. Und diese Ansicht hier finde ich zum Beispiel am besten, wenn ihr oben auf Eventkalender klickt, dann habt ihr so ein bisschen den Nerdpool-Feeling, irgendwie mit kleinem Bildchen und ein kleiner Beschreiben. Und wenn ihr auf die einzelnen Events geht, gibt es da auch nochmal genaueres, wer da alles mitspielt und wann das Ganze stattfindet. Und die natürlich welche an welchen Links. Die Links sind ja immer ganz wichtig, damit ihr das Ganze auch findet. Also ich finde diese Seite noch mit am schönsten, weil sie so ein bisschen dieses Nerdplol-Event-Kalender-Feeling hat. Genau. Ja, Lord Lords, qualifiziert das neue Qualitätszertifikat. Genau, richtig. Ja. So neu ist es auch gar nicht. Gibt es schon eine Weile. Ich bin auch, glaube ich, nicht der das erfunden hat. Ja, also soweit die wichtigsten Sachen, glaube ich, die man so auf den ersten Blick hat. Wenn man auf die Startseite klickt. Hier oben kommt er immer wieder zurück auf die Startseite. Hier öffnet sich schon der erste Reiter und ich habe schon ein Feedback bekommen vom Hotney, der sagte irgendwie, wenn man jetzt hier auf diese Sachen draufklickt, dann führt einen das ja von deiner Homepage weg. Das will man noch gar nicht, wenn man irgendwie rum... Aber ehrlich, wenn ihr auf Discord klickt, dann habt ihr doch auch irgendwie die Erwartung, dass ihr auf Discord landet oder auf Twitch oder auf Twitter oder auf YouTube, oder? Und nicht auf eine Unterseite, wo dann nochmal ein Link ist dahin, wo ihr hin wollt. Also... Deswegen habe ich das einfach mal so gelassen. Also wenn ihr jetzt hier draufklickt auf Patreon, dann landet ihr auf der Patreon-Seite, auf Twitch oder auf Twitter oder auf YouTube. Je nachdem, wo ihr denn da irgendwie hin wollt. Was neu ist, ist dieser Bereich, Podcasts. Da öffnen sich hier 3 Reiter. Für Podcasts, die ihr jetzt auf, von dieser Seite aus abspielen könnt. Und ja... Das Wichtigste ganz oben, das DSA-Hörspiel im Auge des Drachen, das ist ja, da kriegt ihr jetzt jeden Monat am 2. jeweils geht's da weiter. Und da könnt ihr jedes Mal dann eine neue Folge auch hören. Wenn ihr draufklickt hier, habt ihr auch die aktuellen Folgen alle immer hier so untereinander. Und man könnte das alles im Webplayer hier anhören, als MP3. Es gab ja Leute, die haben sich beschwert, ich mag das Hörspiel voll gerne, aber ich würde das voll gerne als MP3 irgendwie im Auto oder so hören. Hier könnt ihr das nun über den Webplayer, wobei das Hörspiel inzwischen auch über Spotify und über iTunes zu finden ist. Also wenn ihr das darüber lieber über Sandy hören wollt, dann könnt ihr das da auch machen. Also das kennt man ja inzwischen, das ist ja das aktuelle Projekt hier im Auge des Drachen. Zusammen mit Feramin, Rerion und Feder habe ich ja da ein kleines Hörspiel laufen, wo sich die ganze Community irgendwie beteiligt. Wir suchen übrigens immer noch Sprecherinnen und Sprecher, also wenn ihr ein halbwegs vernünftiges Mikrofon habt und euch zutraut, so einen Charakter mal eure Stimme zu verleihen, wir brauchen immer mal wieder Sprecherinnen und Sprecher für kleinere oder größere Rollen. Und ja... Meldet euch da mal über den Nordpol oder hier auch über die Seite. Ihr könnt mir hier auch eine Mail schreiben. mail@derkoali.de, dann sollte das auch bei mir ankommen. Und ja, die Stimme aus dem Off, solange der Link sich in einem neuen Fenster öffnet. Ja. Sollte er tun. Kannst ja mal ausprobieren. Ja. Also das Hörspiel, das ist das neueste Projekt, das läuft auch noch. Die anderen beiden sind eher schon abgeschlossene Sachen, beziehungsweise Sachen, wo unregelmäßig Dinge dazukommen werden. Wenn ihr hier draufklickt auf die DSA-Kurzgeschichten, da habe ich mal als MP3 hochgeladen. 3, meine ich, es sind 3, genau. 3 Kurzgeschichten, die ich vertont habe. Einmal hier zu der G7-Kampagne von Mischka, 2 Jahre später. Das findet ihr auch schon als Video auf meinem YouTube-Kanal, aber hier auch mal als MP3. Und das Tagebuch von der Elysia Abalista, von meiner Frau, von Leopardin202.
und die hat da ihr Prelude eingesprochen für die G7-Kampagne beim Pölle. Und hier ist mein Prelude für die G7-Kampagne beim Pölle für meinen Elfen-Chirurgiel. Das findet ihr auch alle schon auf YouTube als Geschichte. Hier aber jetzt nochmal, wie gesagt, als MP3. Und wenn ich irgendwann nochmal irgendwie eine Kurzgeschichte machen sollte aus Aventurien oder so, und dann kommt die hier noch dazu. Und World of Darkness-Geschichten habe ich ja auch schon Kurzgeschichten gemacht. Hier zum Beispiel für die St. Petersburg Chronicles beim Mischka. Und die ist schon uralt. Also da muss man eben die Musik ein bisschen leiser machen. Zumindest auf meinem Ohr. So, für die St. Petersburg Chronicles, der Stream ist schon mega uralt, läuft schon ein paar Jahre nicht mehr, aber ich habe hier halt meinen Prelude gemacht. Das könnt ihr euch hier als Geschichte anhören. Oder noch älter, das Übergangsvideo von der Vampire V20 Viva Venezia Runde beim Meister Umbreon. Da habe ich damals auch eine kleine Kurzgeschichte eingesprochen, mit auch der Hilfe der Community. Und es war für mich auch echt cool, das Ganze nochmal irgendwie nochmal zu sehen und nochmal sich nochmal anzuhören. Also wenn ihr das noch nicht kennt, könnt ihr da ruhig mal reinhören, das ist ganz cool. Ja, und natürlich auch aktuell hier die Vampire-Kurzgeschichte von Ronan und Jelly, die sie eingesprochen haben, vom Rerion und Feder. Die habe ich hier auch als MP3 nochmal für euch da. Aber wie gesagt, das meiste werdet ihr hier vom Auge des Drachen haben. Und ich hoffe, dass damit die Leute, die MP3s lieber mögen als YouTube-Videos, dann damit auch gutes Material an die Hand bekommen. Ja, den Eventkalender haben wir eben schon gesehen. Hier nochmal soweit immer die aktuellen Sachen eingetragen. Hier zum Beispiel jetzt irgendwie, dass ich am 13. Februar bei Mischka spiele oder am 17. bei Katze und Wolf oder hier wieder bei Mischka. Also hier seht ihr immer nicht nur meine Sachen, sondern auch da, wo ich auf anderen Kanälen zu sehen bin. So. Koalis Projekte, das sind meine aktuellen Streams, die ich so mache. Da werdet ihr ja bestimmt schon das eine oder andere kennen. Phileas und Saga, das Hörspiel, die Engelrunde, die Hunterrunde und die Vampire-Runde. Haben auch jeweils eine kleine Unterseite bekommen, die euch direkt zu der Playlist bringt. Wenn ihr auf beendete Runden klickt, dann könnt ihr sogar durchscrollen und könnt euch mal angucken, wo ich sonst überall schon was verbrochen habe. Call of Cthulhu, Dark Heresy, Das Schwarze Auge, diverse One-Shots, Hunter, Mage, Plüschbauer und Plunder, Scion, Through the Breach, Vampire the Masquerade. Ich war selber davon überrascht, wie scheiße viel ich schon gemacht habe. Hat auch jeweils alles eine Unterseite, wo eine kurze Beschreibung ist und dann findet ihr da auch die Playlist. Also falls ihr denkt, gerade irgendwie neu dazugekommen seid und kennt mich durch meine aktiven Streams, und dann könnt ihr hier mal in der Historie ein bisschen herumblättern. Hier Call of Koala ist natürlich mein allererster Stream, den ich jemals gemacht habe über YouTube. Uralt aus den Anfangstagen des Nerdpol, aber immer noch einer meiner beliebtesten Rollenspielrunden. Oder natürlich hier die Klingen der Nacht, die Runde, die ja leider zu Ende schon ist, aber mit ihren 39 Teilen, wenn ich die ganzen Zwischensachen, die von Feder und so noch dazu kamen, sind das insgesamt 39 Teile. Das war schon ein ganz tolles Projekt, das leider jetzt nur unter beendete Runden noch zu finden ist. Ja. Oder auch hier, ich merke, dass in den Kommentaren zum Beispiel Feramin schaut in letzter Zeit hier Plüschplau und Plunder, das gab es auch mal, wo wir versucht haben, über den Nordpol auch eine systemübergreifende Geschichte zu erzählen. Das hat leider nicht ganz geklappt, aber das war mein Part, wo ich Plüschtiere in diese Welt hineingeschickt habe. Habe ich dann, weil ich die ganzen Kommentare von Feramina bekommen habe, auch noch zwischendurch noch wieder reingeschaut. Ist ganz ulkig, wenn man so seine ganz alten Sachen nochmal sieht.
So viel, was ich gucken muss. Hab bisher nur Klingende Nacht und Filiales und Saga fertig. Siehste. Wenn du das fertig hast und auf neuen Stoff wartest, dann kannst du hier ohne Ende Zeug gucken. Ja. Genau, und findest halt alles auf einen Blick. So, dann kannst du auch gucken, wo ich auf anderen Kanälen noch zu sehen bin. Und hier, DSA, Borberat spiele ich ja zweimal direkt. Einmal beim Mischka und einmal beim Pölle. Beim Pölle sind wir noch in der Vorbereitungsphase. Wenn ihr da draufklickt zum Beispiel, habt ihr hier auch die Playlist. Es gibt inzwischen auch schon 12 Teile drin. Aber es ist halt mit den Preludes dabei alles und so. Und da läuft ja auch gerade ein sehr langes Vorabenteuer für Leopardin 202 und für Feder. Sehr zu empfehlen. Müsst ihr unbedingt mal reingucken, wenn ihr das noch nicht kennen solltet. Oder hier das DSA-Hörspiel. Da habe ich auch eine Sprecherrolle in Malachit und Matriarchen bei Steff Z. Auch dringend mal, wenn ihr DSA-Hörspiele cool findet, unbedingt mal reinhören. Das ist in dunklen Zeiten spielt das. Und ja, unbedingt, da spreche ich einen Anwalt. Könnt ihr mal gucken, ob er mich erkennt. Man hat meine Stimme ein bisschen verändert. Ja, Dollar Power schreibt, da hast du noch viel Gutes vor dir. Nimm dir am besten Jahresurlaub. Ja, tut mir leid, dass ich so viel Zeug habe. Ja. Ja. Aber wenn er Klingende Nacht und Phileasson hat, dann ist er ein bisschen DSA-fokussiert, aber gut. Ja. Also wenn du DSA wirklich cool findest, hier das Hörspiel von Steff Z, die hat auch ganz viele andere DSA-Hörspiele. Richtig, richtig gut. Also wenn du den Stoff noch nicht hast, dann unbedingt mal reingucken. Ja, hier haben wir noch Earthdawn bei Mischka. Ein Stream, der leider sehr, sehr wenig Zuschauer immer hat. Vielleicht, weil das System nicht so richtig bekannt ist. Ich spiele da einen elfischen Tiermeister in / Luftschifffahrtstypen. Sehr, sehr naiv und ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran an dem Charakter. Ist allerdings echt komisch irgendwie, wenn man so bei DSA 20 Zuschauer hat und bei dem hier irgendwie 5 oder so. Vielleicht liegt es auch an der Runde, weil wir irgendwie einen Unsinn machen oder so und das nicht so richtig schönes, tiefes Erzählspiel ist, sondern eher so ein bisschen klamaukig. Aber ja, wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt auch mal reinschauen, weil ich finde meinen Charakter, ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran, auch wenn ich das System überhaupt nicht mag. Aber ich mag meistens Systeme ja nicht, ich mag auch DSA nicht. Aber die Welt ist schön, die der Mischka uns da aufbereitet hat. Ja, und auf beendete Runden, da habt ihr jetzt auch wieder die volle Breitseite. Also auf anderen Kanälen habe ich auch schon ohne Ende gespielt. Hier haben wir das schwarze Auge bei Mischka, das schwarze Auge bei Mandavar, dem Suchenden heißt der, glaube ich. Der macht leider gerade überhaupt nichts mehr auf YouTube und auch hier, wenn ihr das seht, das Storytelling DSA, dieses Playlist hat nur 3 Teile, aber wir haben viel, viel mehr gespielt und mein Charakter kommt auch erst später dazu. Da müsst ihr ein bisschen auf seiner Seite suchen. Das ist die Greifenfurt-Kampagne, die spielen wir mit einem WoD-Conversion, also sehr, sehr cool gemacht, auch schon was älter. Und auch leider nicht zu Ende gespielt. Das haben wir mittendrin irgendwann abbrechen müssen, weil wir keine Termine mehr finden konnten. Dann haben wir hier einen DSA-Stream, den ich mal gemacht habe für den Nerdpool als Weihnachtsevent. Das war sehr ulkig. Da haben wir mit der Community Charaktere gebaut und die Mods und Administratoren mussten die Charaktere dann spielen, die Community gebaut hat. Viva Las Vegas und Viva Venezia bei Meister Umbreon natürlich. Der allererste deutschsprachige YouTube Actual Play Stream, würde ich jetzt mal behaupten. Kann sein, dass da noch irgendwo einer vor uns war. Aber ich meine, im deutschsprachigen Raum hat Meister Umbreon da aber bevor es den Nerdpool gab, schon angefangen und mit diesem Ding hat das Ganze angefangen, die ganze Chose um den Nordpol herum. Und ohne den Meister Umbreon würde ich jetzt auch nicht Streams machen hier und nicht Vampire spielen und so. Also war auch eine sehr, sehr geile Runde.
Ihr seht nur 8 Teile. Damals gab es noch nicht so viele Teile. ja, trotzdem einen Blick wert. Ich weiß auch gar nicht, ob er alle da in diese Playlist reingepackt hat. Das 8 kommt mir so wenig vor. Ich müsste es nur mal angucken. Ich kann auf jeden Fall auch die Chicago Chronicles aus der VOD empfehlen. Wer dort Joe und als Malkavianer und seine Siri erlebt hat, wird sein Handy danach mit anderen Augen sehen. Ja, genau. Die könnt ihr auch hier finden. Zeige ich euch gleich nochmal, wo ihr die Chicago Chronicles findet. Hier, Pathfinder habe ich auch gespielt. Und zwar auch sehr, sehr geil. Wenn ihr das nicht kennt, ist ein One-Shot. Wir seien Goblins. Ihr werdet euch kaputt lachen. Bei Meister Umbreon richtig, richtig witzig. Auch aus der Frühzeit des Nordpols. Richtig alte Streams. Also wenn ihr das wirklich noch nicht gesehen habt, einfach, dass ihr lacht euch tot. Ich spiele da einen Goblin-Alchemisten, der die ganze Zeit irgendwie Feuer legen will. Und das ist halt sehr, sehr, sehr ulkig. Dann habe ich Arcane Codex gespielt bei Katze und Wolf, um einen Rattenfänger, einen Zweiteiler mit Zydi noch als Spielerin und ich weiß gar nicht mehr, wer noch dabei war, bin mir gerade unsicher. Da habe ich eine Fee gespielt, das war ganz sehr, sehr, sehr ulkig. Hier, dann habe ich Magus mit meiner Frau zusammen, Magus M20 gespielt beim Auriel. Auch eine sehr, sehr geile Runde. Die hat leider ein Problem, denn irgendwo, ich glaube auf Teil 3 oder so, hat der Auriel vergessen, den ganzen Stream hatten wir keinen Ton. Und weil keiner zugeguckt hat, hat es keiner gemerkt. Das ist sehr, sehr schlecht. Weil das einfach, der Auriel kann super toll Geschichten erzählen. Hat manchmal einen bisschen merkwürdigen, einschläfernden Tonfall. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, der ist ein ultra guter Geschichtenerzähler. Und die Story, die er für uns hier gesponnen hat, war richtig, richtig episch. 5 Teile. Wie gesagt, einer hat leider keinen Ton. Dann Warhammer 40k, damit habe ich den Mischka, glaube ich, zu Warhammer 40k gebracht. Der macht ja inzwischen super mega viel, was Warhammer angeht. Und hier haben wir Dark Heresy gespielt, die Void Seeker. Das ist eine Weiterführung von meiner Warhammer 40k Runde bei ihm. Mit der gleichen Besetzung, nur dann halt bei ihm, halt mit auf dem Kanal und mit ihm als Spielleiter. Vorher hatte ich gespielleitet. Dann hier auch auf Mischkas Kanal Alte Familien, ein Stream, wo Sere sich das erste Mal als Spielleiterin versucht hat und dann direkt mit so einem Homebrew selbst erstellten System. Wir haben es 10 Teile lang geschafft, mit inklusive Preludes. Wurde das Ganze leider abgebrochen, weil wir keine Termine mehr gefunden haben und Sere nicht so ganz mit sich zufrieden war und die Runde auch sehr, sehr groß war mit 6 Spielern und irgendwie hat das alles nicht so richtig zusammengepasst und hatte irgendwie nicht so die Tiefe, die sich einige gewünscht hatten und auch Sere sich nicht gewünscht hatte und dann haben wir das leider abgebrochen. Aber die Story, die sie erzählt hat, zumindest ein Teil, ist abgeschlossen. Zumindest die Hinführung zu ihrer Welt, die sie sich da aufgebaut hat, auch sehr ulkige Szenen bei, vor allen Dingen die Preludes kann ich euch empfehlen. Grüße, gerade Viva Las Vegas bei Meister Umbreon gecheckt. 8 Videos sind korrekt, ja, kannst mal sehen, meine Gedächtnis trügt mich da, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten das ewig gespielt. Aber ja. Unbedingt mal gucken, wenn ihr die Vampire-Runde noch nicht kennt, damit hat es angefangen. Ja, da liegen die Wurzeln. Ich hatte einmal vorher Vampire gespielt, an der Uni, und ansonsten habe ich alles von Meister Umbreon gelernt da. Ja. Genau, dann haben wahrscheinlich auch einige verpasst. Kult Divinity Lost, das ist ein Horrorsystem. Da habe ich beim Hampelstilzchen auf dem Kanal eine Runde gespielt. Sehr Cthulhu-esk, könnte man sagen. Da geht es um Drogen und um eine merkwürdige Parallelwelt, in die man hineingezogen wird. Das war das erste Mal, dass ich es mit Leuten von der Drachenzwinge zusammengespielt habe. Die waren super, super nett. Und ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch so ein bisschen Horror gefällt, dann solltet ihr da vielleicht auch mal reingucken.
Und apropos Horror, Cthulhu habe ich auch gespielt. Beim Mischka habe ich den Nachtexpress gespielt. Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was in dieser Runde. Ich weiß, es ging um einen Zug. Klar, haha, ist auf dem Thumbnail. Und irgendwas hat den Zug angegriffen. Und ich habe, glaube ich, irgendeinen alten Mann gespielt, der alle genervt hat. Ich halt. Ja. Auch beim Mischka haben wir sehr, sehr ulkige Runden. Da konnte ich einen Koala-Barbaren spielen. Dungeon World. Für One-Shots ein super geeignetes System. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Koala-Barbaren mit einer dicken, fetten Streitaxt und immer nach vorne und immer auf die Fresse. Und dann ist das Projekt, was dem Mischka, mit dem der Mischka in den Nerdpool gestartet ist und mit das allererste Stream-Projekt von Mischka. Mischka macht ja super viel auf seinem Kanal, aber damit hat es angefangen, mit der Hunter Old VOD St. Petersburg Chronicles Runde, 46 Teile. Da steige ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 steige ich da ein. Und mit Pikachu und Black Suicide gemeinsam machen wir St. Petersburg. Und sicher sind zuerst alle Hunter. Und ja, der Mischka hat eine riesen Sandbox da in St. Petersburg für uns gebaut. Und später werden wir alle andere übernatürliche Wesenheiten. Wir haben dann einen Magus, eine Mumie und ich wurde ein Dämon. Also das war sehr, sehr abgefahren. Und leider vorbei die Runde, weil irgendwann war die Luft raus, weil wir einfach... Dem Mischka hatte keine Ideen mehr, wie der uns übermächtige Spieler noch irgendwie handeln konnte. Da haben wir gesagt, spielen wir lieber was anderes. Aber wir haben super viel Unsinn gemacht. Da könnte Amara, ist auch mega alter Stream und hoffentlich wird er nicht vergessen, weil der ist cool. Ja, und bei Plastiklöffel haben wir auch was gespielt, also beziehungsweise ist der Nerdpool-Kanal, aber Plastiklöffel hat für uns Monster and Other Childish Things mal geleitet für den Adventskalender, für die anderen Admins. Das war wieder genauso, wie ich damals DSA geleitet hatte und da hat die Community halt Charaktere gebaut. Und hier haben wir dann ein Monster and Other Childish Things, ein Horror mit Kindern gespielt. Da konnte ich mich nicht so richtig reinversetzen, so ein früh oder noch nicht ganz pubertierendes Kind, irgendwie so dazwischen, zwischen Kindheit und Jugend und dann irgendwie so, mit Monstern auf einem Weihnachtsmarkt, das war nicht so ganz meins, hat man aber in dem Stream, glaube ich, auch gemerkt. Aber trotzdem eine super coole Geschichte, die Löffel da erzählt hat. Ja, und das Projekt ist jetzt hier unter beendete Runden. Das läuft allerdings noch. Das habe ich nur hier schon mal verbucht, weil ich noch nicht genau wusste, wann die Quatsch irgendwie online geht. Unknown Armies, so ein bisschen auch eine übernatürliche, Cthulhu-eske, in Anführungsstrichen, Welt, wo wir private, in Anführungsstrichen, Ermittler spielen, die mysteriöse Dinge erforschen, ja, ein mysteriöser Fischregen bei einem Indianerdorf. Also das läuft noch, hat momentan zwei Teile und diesen Monat, im Februar geht's weiter, nicht diesen Monat, dieser Monat ist ja schon vorbei. Ja, das sind die alten Runden, da habt ihr auch ganz viel zu gucken, wenn ihr euch beschwert, dass wir nicht genug spielen, könnt ihr ganz viel nachholen. So, und ich wollte jetzt dann nochmal hier die Chicago Chronicles gucken. Die sind hier unten. Übrigens, wenn ihr Vampire noch nicht genug gekriegt hier von mir, die Asylum-Sachen sind auch sehr, sehr cool. Die erste Staffel besser als die zweite, finde ich. Aber man sagte mir, auch die zweite kann man ganz gut angucken. Unknown Armies hat wohl die längste Pause zwischen 1 und 2. Ich glaube, es ist 9 Monate. Ja, das war sehr, sehr lange. Und hat auch seinen Grund, warum das so 9 Monate waren. Kannst du mal überlegen, was das sein könnte. Genau. Chicago Chronicles, wenn ihr draufklickt hier, genau, da haben ganz viele drüber auf meinen Kanal gefunden, wird super gefeiert auch die Runde, 29 Teile haben wir gespielt in Chicago und haben versucht, den Kampagnenband von Chicago ein bisschen sehr abgeändert von mir zu bespielen. Die Charaktere, also besonders der Malkavianer von Joe gespielt, sind mir super mega auf der Nase herumgetanzt. Als Spielleiter. Ich habe super viel gelernt in dieser Runde und als Spielleiter.
Und ich denke, ohne diese Runde wäre auch die aktuelle V5-Runde nicht das, was sie wäre. Ich finde, eine der Runden, wo ich mich als Spielleiter sehr, sehr weiterentwickelt habe, beziehungsweise aus der ich super viel mitnehmen konnte, die dann aber auch irgendwann am Ende dann auch die Geschichte zu Ende erzählt hatte. Unfassbar gut, unbedingt anschauen. Ja, sehr, sehr, sehr lustig vor allen Dingen. Wenn man Mike Caviana mag, dann hat man da sehr, sehr coole Sachen zu sehen und zu erleben. Genau. Das sind die Sachen, die auf anderen Kanälen stattfinden. Genau, dann habt ihr hier den Bonus-Content. Für die, die es noch nicht wussten, ich hau ein bisschen Bonus-Content raus. Wenn ihr Patreon seid, dann könnt ihr hier ganz viel Neues entdecken. Aftershows zu den drei Runden, Engel, Phileas und Blood and Sand. Da könnt ihr jetzt nicht viel sehen, das ist immer nur hier das gleiche Thumbnail und die Verweise auf die Patreon-Sachen. Auf Patreon könnt ihr das dann schauen, wenn ihr den entsprechenden Tier habt. Charakterbögen könnt ihr euch anschauen. Von Zetariel gibt es einen und aus den Klingen der Nacht könnt ihr gucken, welche Werte denn die Helden hatten, falls euch das interessiert. Und falls ihr mich unterstützen möchtet und diese Sachen wie diese Homepage zum Beispiel möglich machen wollt. Oder für, wenn ihr Vampire mögt, gibt es inzwischen schon 5 Kurzgeschichten als PDF zum Lesen. Denn meine Spielerinnen und Spieler sind sehr, sehr kreativ und sehr krass gut darin, extra Content zu fabrizieren. Wir hängen da in Time noch ein bisschen hinterher mit den Kurzgeschichten, aber jeden Monat kommt eine dazu. Und wenn ihr könnt ihr ein bisschen schmökern. Ein bisschen schön aufbereitetes PDF mit als Text zum Lesen. Genau. Hier könnt ihr auch noch mal sehen. Ich habe 4 Tiers auf Patreon. Für einen, da steht jetzt Dollar, das war falsch, das müsste Euro heißen. Für einen Euro erscheint euer Name im Abspann. Für 5 Euro kriegt ihr Zugang zu den Afterstream-Videos und Patreon. Und für 10 habt ihr dann die extra Zwischenspiele und Background-Stories als PDF und Kurzgeschichten. Und für 25 habt ihr dann, das Smart hat bis jetzt nur einer, glaube ich. Extra Downloads für Charakterbögen für die Spielercharaktere als PDF und Koala Vlogs. Da muss ich demnächst mal ein bisschen was machen. Da kommt dann wahrscheinlich Mitte des Jahres relativ viel. Da werde ich was über meinen Umzug machen, weil ich Mitte des Jahres umziehe. Und genau. Es werden auch Dollar von Patreon abgerechnet. Ja, ich glaube, das musste man irgendwie so einstellen. Ich habe es irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so firm. Dann ist es wahrscheinlich dann genau richtig, Niva. Genau. So, ja. Wie gesagt, wenn euch das interessiert und ihr mir ein bisschen Taschengeld beibringen, dazu geben möchtet, diese Page hier, wie gesagt, hat einen Großteil des Geldes verschlungen, das ich in den letzten Monaten eingenommen habe. Und fabriziert jetzt auch laufend Kosten. Ja. Ich hoffe mal, das funktioniert. Hier beim Cast habe ich leider nicht alle Menschen, die gerade aktuell mit mir spielen, dazu gebracht, dass sie sich veröffentlichen lassen wollen. Zum Beispiel Katze und Wolf fehlen hier. Aber die meisten der regelmäßig auftauchenden Gesichter und Nasen habt ihr hier kurz in der Beschreibung. Zum Beispiel hier den Kakko mit einem schönen Kakko-Bild. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass diese Seite so unglaublich langsam lädt. Das müssen wir noch ein bisschen mit dem Hoster mal ein bisschen besprechen. Und falls ihr wissen wollt, wo man den Kakko sonst noch findet, dann habt ihr hier auch immer noch schön kurze Links, falls ihr den Leuten mal schreiben wollt zu ihren Charakteren. Hier auch der D-Rex. Und immer, wo sie denn noch gerade mitmachen. Hier würde mich mal interessieren, ob ihr irgendwie noch Interesse daran habt, irgendwie noch weitere Links für die Leute zu haben, ob die mir Sachen zur Verfügung stellen, worauf sie noch hinweisen wollen, das dann unten irgendwie auftaucht, irgendwie wenn sie aktuelle Runden gerade am Laufen haben. Wobei das für mich sehr, sehr aufwendig wäre, das irgendwie nachzuhalten. Aber
Deswegen habe ich das bis jetzt auch noch nicht gemacht. Es war auch meine erste Idee, da ein bisschen was reinzuschreiben, aber wie gesagt, das wird sehr aufwendig, besonders wenn man dann hier beim Mischka reingeht. Wenn ich dem seine Streams hier unten nachhalten soll, dann habe ich aber echt was zu tun. Aber Feramin ist aus DSA das geworden. Oh, da muss ich gerade mal nachgucken. Gucken wir mal. Es gibt kein schriftliches Stück von mir, wo nicht irgendwo ein Fehler drin ist. Das ist mir schon öfters aufgefallen. So, wo ist denn Feramin? Stimmt, hier. Hauptsächlich das. Die spielt hauptsächlich das. Ja, sehr cool. Ja, mache ich gleich mal weg. Danke, Koga. Sehr cool. Ja. Ganz besonders freut mich, dass der Dreihänder hier gesagt hat, dass er hier veröffentlicht werden will. Den kennt ihr wahrscheinlich noch nicht so gut. Der spielt bei meiner Hunter-Runde mit. Und so bekloppt, wie das Foto von dem da ist, so bekloppt ist er auch. Also, der ist Pastor in der Landeskirche von Hannover und hat einen Blog und einen YouTube-Account. Der macht ja unglaublich coole Sachen. Unbedingt mal angucken, falls ihr noch Zeit habt. Genau. Freue ich mich unglaublich, dass ich mit dem zusammenarbeiten kann und zusammen spielen darf. Sehr, sehr netter Mensch. Genau. So, und wenn ihr hier auf Nordpol klickt, dann habt ihr auch alles, was ihr über den Nordpol wissen wollt. Eine kleine Beschreibung, was der Nordpol ist. Ich meine, ich glaube, der Großteil von euch wird wissen, was der Nordpol ist, aber ja, hier könnt ihr nochmal sehen, worum es geht beim Nordpol. Genau. Wenn ihr oben auf Cast klickt, habt ihr auch nochmal die Aufschlüsselung. Hier fehlen noch ein paar Links, sehe ich gerade. Die muss ich auch noch nachbauen. Aber für die aktuellen Runden seht ihr hier nochmal pro Runde aufgeschlüsselt, wer denn bei welcher Runde mitspielt. Und das ist die Seite. Ja. Ich weiß nicht, ich finde sie cool. Ich habe da jetzt anderthalb Monate dran gebaut, zusammen mit dem Schattenjäger, ohne den das hier auch nicht möglich wäre. Der hat mir ultra viel geholfen, wenn ich das hier alleine hätte machen sollen. Ich bin totaler Noob, was Technik angeht, was so Homepages bauen und sowas angeht. Also ich habe hier nur Inhalt reingeschrieben. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich finde die Seite im Großen und Ganzen ganz gelungen. Ja, das klingt doch gut. Stimme aus dem Off sagt, ist schön geworden. Ja, danke. Ich bin auch soweit zufrieden. So designmäßig hätte ich noch so Vorstellungen, wie man das noch viel cooler machen könnte, aber ich krieg's nicht hin. Aber ich glaube, es macht das, was es soll, denn es bietet viele Infos über das, was ich mache und führt so alles so ein bisschen zusammen, sodass man nicht lange über den Nordpol suchen muss, wenn man denn nur Interesse an meinen Sachen hat. Und findet man dann die hier schneller auf einem Ding zusammengefasst. Sieht wirklich gut aus, da haben wir erstmal etwas zu stöbern für die nächste Zeit. Ja, vor allen Dingen die alten Projekte. Ich denke, viele, viele Leute sind neu dazugekommen in der letzten Zeit und schauen die aktuellen Runden. Und ich sehe das ja dann auch irgendwie so an dem Feedback, so irgendwie so, ja, wann geht's weiter? Erst in 2 Wochen, was soll ich denn so lange machen? Und die Leute wissen manchmal gar nicht, auch wenn sie auf meinem YouTube-Kanal ja stöbern könnten, da ist es ja auch alles drauf, aber vielleicht ist das hier so auf einen Blick vielleicht sogar besser aufbereitet, als wenn man auf dem YouTube-Kanal nochmal rumstöbern muss. Was würdest du denn da noch umsetzen wollen? Ich würde grafisch, also ich so grafisch die Grafik, dieses Theme, wenn ihr euch mit WordPress ein bisschen auskennt. Es gibt unglaublich viele Themes und ich habe irgendwann einfach gesagt, so, wir nehmen jetzt einfach irgendeins, hier das nehme ich, so, das sieht ganz gut aus. Und aber irgendwie kriegt man nicht so das, was einem so 100, alle haben halt ihre Vor- und Nachteile so, und wenn man sich so ein bisschen besser damit auskennen würde, dann könnte man, glaube ich, so sein eigenes Theme basteln. Das wäre noch was ich machen wollen würde, wenn irgendjemand das kann, dann kann man da irgendwann mal bestimmt irgendwie dann rumbasteln.
Ja. Vor allen Dingen hier der Streamplaner ist ja irgendwie ganz cool. Den habe ich als letztes eingebaut für die ganze Seite. Irgendwie der fehlte mir so ganz lange noch. Obwohl man ja über den Nerdpool immer ganz, ganz schnell irgendwie rauskriegt und auch über Twitter, wenn ich streame und wenn nicht. Aber hier nochmal irgendwie so. Es gibt immer ganz viele Menschen, die trotzdem noch fragen, wann geht's weiter. Und vor allen Dingen findet man dann hier auch ganz schnell eine Info, wenn der Stream dann mal ausfällt. Ich glaube, das ist irgendwie so das größte Ding, wenn Leute sonst nicht mitbekommen, dass der Stream ausfällt. Dann haue ich hier demnächst einfach eine Nachricht rein, irgendwie heute Grippe oder so. Und dann war's das. Ich hatte noch eine Anregung gekriegt heute von der Lilio. Was ich auf jeden Fall dann auch super gerne hätte für die Homepage hier, müsste ich mal gucken, weil ich wahrscheinlich dann unter Bonus-Content oder so irgendwo reinhauen. So eine Ecke, wo Fanart drin ist. Also wo ihr Bilder finden könnt, die zu meinen Runden gemalt worden sind. Es hat schon ganz früh angefangen, als ich mit Call of Koala gespielt habe. Da hat Plastiklöffel irgendwann mal Charakterbilder und Zeug gebaut für mich und so, und finde das immer mega cool, wenn Leute irgendwie künstlerisch begabt sind und sich die Zeit nehmen, für meine Runden irgendwie Sachen zu malen. Und Lilio hat ein bisschen was angefangen zu malen und Feder hat was gemalt, und ich fände das super cool, wenn man das mal so gesammelt auf hier hätte, aber ich habe so ein bisschen Schiss vor der ganzen Sache, weil bei Bildern halt auch immer so ein bisschen, ja, wenn man die dann so veröffentlicht auch hier, dann ist es irgendwie immer noch so ein bisschen Lizenzsachen, ich habe dann immer so ein bisschen bauchschmerziges Bauchschweh dabei. Vor allen Dingen, weil es dann auch um Freunde geht, ne? Löffel und so und Züdi und also um Leute, die ich mag, geht es dann halt da. Und falls man sich dann doch irgendwann mal verstreiten sollte, dann hat man dann hier auch noch irgendwie so ein Streitobjekt dann irgendwie im Internet veröffentlicht, dann ist das irgendwie doof. Und dann, ich muss da irgendwie eine Form finden. Lilio hatte irgendwie gesagt, man sollte dann einfach mal so ein Ich erlaube hiermit Kurzvertrag irgendwie aufsetzen, dass man das schriftlich hat, dass man die veröffentlichen darf, aber irgendwie sowas wird es dann irgendwann mal geben. Genau, Fanart. Stimme aus dem Off, genau. Ja, also dann werde ich demnächst mal auf Feder und auf Löffel und auf die anderen, die da bis jetzt schon was gemacht haben, auf die zugehen und das mal ein bisschen so die Erlaubnissachen einholen. Und dann hier mal so einen Bereich noch machen, wo ihr dann irgendwie die Fanart dann auch angucken könnt. Das ist dann vielleicht auch für Pausen in den Streams. Das habe ich aber bei Roll4It, habe ich das gesehen auf dem Kanal. Die machen das auch, wenn sie eine Pause machen im Stream, dann schalten sie so einen Film an, wo dann halt Fanart die ganze Zeit eingeblendet wird. Das fände ich auch total toll. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie die Künstler auch noch damit supporten kann, dass die Leute sich vielleicht anschreiben können und sagen, hey, keine Ahnung, Feder, kannst du mir nicht mal ein Charakterbild malen oder so für 50 Euro oder so. Hier bitte Werbung einfügen. Ja, so ungefähr. Also die Seite ist ja nicht werbeverseucht, das ist auch gut. Sollte es auch bleiben. Möchte auch keine Werbung, ich möchte auch kein Geld verdienen damit groß. Also was heißt groß? Überhaupt kein Geld verdienen mit dieser Seite. Die ist reiner Fanservice. Und so ein Fanart-Ding, oder wenn ihr Geschichten, Fanfictions schreiben möchtet oder so, das wäre auch total cool. Ja. Genau, Koala-Homepage. Da, guck mal, Stimme aus dem Off hat schon den Shortcut gefunden. Ja. Genau. Eine andere Sache, die ich noch nicht genau weiß, wie ich die einbauen soll, einfach weil das zu unregelmäßig ist, ist so ein Mitspieler, also ich möchte mal mitmachen Button oder so. Im Koala Discord wird da immer als allererstes veröffentlicht, wenn ich Leute zum Mitspielen suche. Dann findet ihr das da oder halt auf dem Nerdpol immer als Spielersuche. Aber ich scheue mich noch ein bisschen davor, so ein einfach, also ich hatte am Anfang so eine Idee, einfach einen Button hier irgendwo einzufügen, ich will mitspielen,
Und dann könnt ihr mir eine Mail schreiben und irgendwie euch kurz beschreiben und was ihr machen wollt und so. Aber ich habe da echt Schiss davor, weil das wird nicht schnell passieren, dass ich mit irgendwem, den ich nicht kenne, spiele. Dafür mache ich momentan zu viel Zeug. Und Leute, die ich überhaupt nicht kenne und die dann einfach nur irgendwie, ja geil, mitspielen mache ich, klicken und dann irgendwie so ein Formular ausfüllen, ist mir ein bisschen zu unpersönlich, deswegen habe ich das nicht gemacht. Und für One-Shots und so, um sich kennenzulernen, sind One-Shots ja immer mega super gut. Da suche ich halt über den Discord. Aber vielleicht kann man das hier irgendwie noch ein bisschen deutlicher irgendwie rausmachen. Irgendwie, wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch im Discord an und haltet die Mitspielersuche irgendwie im Auge oder so. Hin und wieder wird es halt One-Shots geben, wo ich dann versuche, auch mit Leuten zusammen zu spielen, die ich noch nicht kenne. Das hat jetzt im Adventskalender auch mega gut geklappt. Da habe ich einige nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch gerne wieder zusammenspielen würde. Aber lange Kampagne sind auch lange Kampagnen, die jetzt erstmal laufen und ja, wie ihr das jetzt auf einen Blick ja auch sehen könnt, da passt nicht mehr viel rein. Es gibt schon Leute, die unken, habe ich denn kein Privatleben, dass ich so viele Streams machen kann? Nein, habe ich nicht. Ihr seid mein Privatleben, nein. Der Rolyko, morgen, was ist morgen? Morgen ist Samstag. Du kommst jetzt hier ziemlich am Ende. Ich bin schon fast fertig hier mit dem Vorstellen. Kannst mal schauen auf dem Link, den der Koali Safer da gerade auf das Kommando von der Stimme aus dem Off gepostet hat. Kannst du mal draufklicken, kannst ein bisschen stöbern, wenn du magst. Das ist nur meine Grußform. Ach so. Morgen! Irgendwo auf der Welt ist jetzt morgen. Ja. Im Zweifelsfalle beim Dendrolyko. Ja, cool. Also wenn ihr demnächst irgendwie Infos haben wollt, dann findet ihr hier immer alles gebannt. Ja, ich hoffe, das sieht dann auch halbwegs cool aus. Und wie gesagt, das Coolste an der Seite, finde ich, ist die Podcast-Sache. Ich habe hier endlich, also die Podcasts, die ihr auch über iTunes und Spotify abrufen könnt, die sind auch alle von hier, also auch von der Seite. Die liegen also nicht bei Spotify oder bei iTunes irgendwo rum, sondern die greifen die von meiner Seite aus ein, also ab. Und ich habe die hier halt zentral auf einem privaten Server liegen und habe halt nicht irgendwie, Jingle Channel macht das ja auch mit Podcasts zum Beispiel, die haben irgendwie so einen Hoster, der auch noch Geld kostet und so, und das wollte ich irgendwie nicht so richtig machen, deswegen habe ich das auf einem eigenen Server jetzt liegen. Also nicht auf meinem, sondern auf dem vom Schattenjäger, aber cool, dass der das für mich macht. Und dann ist es auch so ein bisschen von dem Hoster dann irgendwie auch unabhängig. Im Märchenwald ist immer morgen. Ja, siehst du mal, der Dendrolyko ist auch im Märchenwald wahrscheinlich. Deswegen sagt er auch immer morgen, obwohl Abend ist. So, und ich guck mal hier gerade mal in den Discord rein. Hat sich hier jemand angekommen? Guck mal, da sind auch schon Leute angekommen. Der Dollard Power. Uff, da, warum war der denn bis jetzt noch nicht auf dem Discord? Hä? Hat er bis jetzt noch gar nicht gecheckt, dass es den gibt, wa? Den müssen wir erstmal qualifizieren. So. Und dann kann er auch ein bisschen mehr gucken. Siehst du mal, so schnell geht das. Warum Vampire haben auch erst... Also, warum Vampire haben auch erst am Abend morgen? Ja, bist du ein Vampir? Ich wusste es. Ich habe es geahnt. Ich habe so einen Verdacht gehabt bei dir. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier das ganze Ding mit mir angeguckt habt. Eher nicht, ich bin nur ein Fanboy. Ist auch gut. Ja. Vielen Dank, dass ihr das mit mir zusammen alles angeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Seite. Wir sehen uns dann, wenn ihr dem Streamplaner folgt, übermorgen.
Da gibt es nämlich direkt zwei Sachen von mir. Einmal neue Folge vom Hörspiel und dann auch noch die Phileasensaga. Und ja, schreibt alle noch mal ein bisschen Danke auch an den Schattenjäger in den Chat rein, weil dem gebührt hier ganz viel. Ohne den wäre diese Seite echt nicht das. Also wie gesagt, ich habe hier fast nichts gemacht, außer Sachen reingeschrieben. Also quasi alles, was irgendwie mit Webseiten, Sachen, Kram zu tun hat. Das hat alles der gemacht. Da bin ich echt dankbar, dass der das macht. Coole Sache. Ganz netter Mensch. Und hat ein bisschen Herzchen verliebte Herzchen verdient. Von der Stimme aus dem Off zum Beispiel. Ja, finde ich gut. So. Ja, und jetzt könnt ihr gerne alle rübergehen zu zum Beispiel der Mischka müsste gerade streamen. Ich kann aber mal gucken, wer hier auf Twitch noch gerade und... Ah ja, guck mal, der Schmetterting Verlag zum Beispiel. Die spielen gerade auch Cthulhu, glaube ich, oder sowas. Ich bin mir gerade... Nee, Mundane Supernatural Life, da schicke ich euch jetzt gleich rüber. Muss ich gerade mal gucken, wie ich das am schnellsten mache mit euch. Muss mir deine Seite anschauen. Ja, mach das doch, genau. Ja. So, und ihr guckt euch jetzt alle hier... oh, die sind gerade mich gar nicht mehr dabei. Moment. Das ist aber ulkig hier gerade. So. Die guckt euch jetzt alle mit an und bestellt denen schöne Grüße von mir und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in 2 Tagen. Tschüss.